Ding, 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 die Donnerstag-News. Und somit hallo an alle wissbegierigen Division-Agenten. Heute wieder am Mikrofon, euer Exedix. Das Wichtigste zuerst, der große kostenlose Patch 1.7, der ja letzte Woche schon angesagt worden ist, der auch irgendwann im Sommer erscheinen soll. Ja, das war's schon. Mehr Infos gab's nicht dazu. Weiterhin, irgendwann im Sommer. Klingt komisch, ist aber so. Aber gut, wie auch immer, ein paar kleine Änderungen gab es trotzdem, denn heute während der Serverwartungen wurden neben kleineren Anpassungen, die hauptsächlich das letzte Gefecht betrafen, wie angekündigt, das Medikit verändert bzw. geändert. Und zwar wurde die Heilung um 10%, also von 30 auf 40% der gesamten Lebenspunkte angehoben. Und inwiefern sich das Ganze jetzt auf uns auswirkt, müssen wir halt mal die Tage beobachten, wie sich das Medikit auf uns auswirkt. Des Weiteren soll spätestens im Mai ein kleiner Mini-Patch kommen, der sogenannte 1.6.1, welcher auch wieder eine PTS-Phase beinhalten wird und diese wieder nur für den PC. Der große 1.7er hingegen soll ja mit einer PTS-Phase für alle Plattformen kommen. Zurück zum 1.6.1. Welche Änderungen da eventuell implementiert werden sollen, habe ich euch ja letzte Woche schon erzählt. Von daher einfach nochmal die News vom 23.03. lauschen, für die, die nicht mehr wissen, was kommen soll. Ja, und wie sonst auch, kann man das Ganze natürlich auch wieder in schriftlicher Form und sehr detailliert auf mydivision.net nachlesen. Und das war's dann auch schon für heute. Warten wir mal ab, ob es nächste Woche mehr Infos gibt, mit denen wir was anfangen können. Und morgen ist Freitag, es sollen 25 Grad werden. Da könnte man doch mal tatsächlich rausgehen und sich in der Sonne ein Bierchen gönnen. In diesem Sinne, ich bin raus und bis die Tage. Euer Exedix.